Als we het al lispen en... ja. Cliché! Ik schiesse niet gegen die eigen Leute. Das machen Drag Queens schon selber untereinander. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Und das ist der erste Vlog, den ich mache hier auf Queer Up. Wer mich kennt von meinem eigenen Kanal, weiss, dass ich immer mal Vlogs mache. Ich bin momentan gerade in Basel im L39. Ich hoffe, ihr hört mich da packen irgendeinen rein. Das L39 kennen wir ja schon. Das ist der Fabio, ebenfalls von Queer Up. Den zeige ich euch jetzt gerade. Dann haben wir den Fabio. Nein, nochmal! Jetzt sehe ich mich mal in dieser Kamera. Okay. Genau, er hat ein bisschen ein grösseres Gefährt heute Abend dabei. Er filmt auch für uns. Für euch. Hier haben wir Odette, aber noch ungeschminkt, also noch als Odetteur. Hallo! Ja! Hello, bitches and suckers and beautiful people out there. I hate you as fuck. Gott sei Dank kommt auf das Queer Up und nicht auf Simi Lila. Aber bei Queer Up dürfen wir es machen. Bei Queer Up dürfen wir das. Bei Queer Up dürfen wir sie, wenn ich will. Sehr geil, schön, dass wir da sind. Vorne braucht ihr mehr Musik. Ja! Schon drin. Es ist die grosse Probe im Gange und das ist schon recht hektisch da drin, weil alle noch irgendwie das noch üben müssen, das noch suchen und machen und tun. Aber das ist irgendwie normal. Ich bin im L39 in Basel. Heute Abend findet House of Hell statt und ich freue mich sehr auf diesen Abend. Ich fühle mich immer wohl hier in Basel im L39. Ich bin heute Abend hier mit dem Fabio. Also, wir sind heute das zweite da von Queer Up und ich hoffe, wir werden euch da gut durch den Abend begleiten. Der Vlog ist heute Abend von mir und Fabio macht so ein Making-of-Drag-Abend, keine Ahnung, irgendetwas. Ja, aber es wird sicher ein lustiger Abend und ich freue mich sehr. Wir stoßen jetzt an. Auf unsere Techniker, weil die alte Trude wird nämlich 33. Ja. Zum Wohl auf unsere Techniker. Ich werde nächstes Jahr auch 33, Leute. She's so old! But she still looks awesome. Ja, sometimes. Baby! Runzlige Haut. Ein nach dem anderen, ich bin Fahrten zu oben. Cheers, girl. Darf man in deinem Blog über... Hast du im Fall nur Rhabarberwasser, gell? Das ist im Fall für Queer Up, das darf man auch. Okay, also wir trinken Prosecco. So, ich bin jetzt drinnen und wir gehen jetzt mal runter zu diesen ganzen Girls oder beziehungsweise Jungs, die sich jetzt in Girls verwandeln. Und ich bin gespannt, wie weit sie jetzt schon sind. Hier haben wir zum Beispiel die Odette, die noch... Ui. Die noch nicht Odette ist, aber sich zu einer Odette schminken. Hallo, ich habe leicht Stress. Aber ich bin 40 Minuten ist die Timeline. 40 schnelle Minuten. Ja, fühl dich nicht gestresst von uns. Schau das an, nicht mehr geil. Privat Make-up-Bereich. Kann ich, haben wir es da. Und wie fühlst du dich? Mega toll. Ich bin mega. Ich freue mich mega. Letztes Mal bei der Premiere war es so ein mega Stress, weil ich gerade direkt von Italien zurückgekommen bin. Und heute ist es recht gechillt. Also ich sehe überhaupt nicht gechillt aus, aber ich muss eben weg. Ich muss schneller fertig sein als die. Und die sind vor einer halben Stunde angefangen. Und ui! Ich habe keine Ahnung, also bei der Gossipa, die macht eh schlechtes Make-up von dem her. Girl! Also ich kann euch einfach mal eins sagen. Die grössten Zicken in unserer ganzen LGBTIQ+, was auch immer, Community. Sind die Lesben. Genau. Nein! Sind Drag Queens. Definitiv. Das habe ich rausgefunden. Nein, es gibt einfach, wir haben einfach so unsere Differenz. Und viel ist natürlich auch Showshade, nicht wahr? Ja. Aber vieles ist auch nicht so wirklich Showshade. Showbeef. Showbeef. Baby, ich lade dich. Ich gehe mal weiter schauen, was da sonst noch so läuft. Der Fabio ist da gerade so ein bisschen am Fragen stellen. Ich zähle ab und zu böse Zungen behaupten. Ja, ich sage selber eigentlich. Nein, aber die Drag-Szene in der Schweiz ist, glaube ich, seit etwa 2,5 Jahren recht revolutioniert. Und das ist eigentlich gut so.
Because Hashtag Drag is fun. Leute, ich gehe jetzt mal schauen, was da die Vanessa Lavage macht. Das ist ein ganz normales anderes Kaliber an. Die kennen wir ja schon vom letzten Blog. Ich muss erst mal mein Land Miss Congeniality aktuell. Zwei Mauschätzchen. Ja, ich glaube schon. Das darf man erwähnen. Momentan sehe ich wahnsinnig toll aus. Danke schön für deine Aufnahme. Und dort ist auch keine mehr. Also von dem her, aber das ist, glaube ich, so. Bei Drag ist alles ein bisschen mehr. Im Nicht-Drag-Business würde zählen, weniger ist mehr. Aber da zählt irgendwie mehr ist mehr. Gossip ist immer Gossip. Ja, das ist so. Mehr ist mehr. Gell? Definitiv mehr ist mehr. Ja. Dem lieben ist so Drag zu sein. Darum liebe ich so Drag zu sein, weil mehr ist mehr. Hallo, takelt nach auf. Tut Farbe in euer Gesicht. Hallo, wir sind Drags. Danke. So. Ende. Da haben wir noch die Anja. Die oben. Ist, Ja, Sally. Warte, ich muss mir kurz was holen. Kannst du mir halt oben bei der Kaffeemaschine so eine kleine kühle Landstick, die so aussieht? Wollen wir das schon holen? Ich muss leider kurz verlassen. Ja, mach gar nichts. Sorry, Sally. Okay. Ja, da innen sieht es ganz, ganz spannend aus. Da sind die ganzen Kleider von der Odette Hellegrand. Ich finde es toll. Nur ist leider die Farbwahl ein bisschen schief gelaufen da, weil es ist alles grün. Eigentlich haben sie violett wollen. Das Problem war aber, es ist ausgegangen. Nein, es ist für einen Greenscreen. Wir haben natürlich schon gedacht. Danke. Jetzt kannst du wieder interviewen, Anja. Anja ist schon wieder weggelaufen. Mit dem Läufer heute. Aus ist läufig. Anja, ich wäre Single. Die Leute haben mehr Pinsel als ich. Ich habe glaube, etwa zwei oder drei verschiedene Pinsel. Und ich weiß nicht mal, was ich mit zwei von drei Pinseln anfangen soll. Du scheiß am Pinsel. Nein. Ganz einfach. Ich brauche alle. Ich weiß auch nicht, für was es was soll sein. Ich brauche einfach. Nein, aber nicht. Immerhin hat Vanessa mehr Ahnung von Pinsel als ich. Gossipa ist gross, immer gesagt worden, wow, Drag Queen, mega Drag Queen. Und ich habe sie noch nie live gesehen und jetzt sehe ich sie heute Abend das erste Mal live. Ich freue mich sehr. Hey Girl, ich freue mich auch, dich in der Haus zu haben. Ich bin dann gespannt auf dein Feedback. Zerpflück mich. Nein, das mache ich nicht. Ich schiesse nicht gegen die eigenen Leute. Das machen Drag Queens schon selber untereinander. Also, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten, mache noch ein bisschen Fotos für Queer Up, damit ihr noch gute Bilder habt. Können wir sagen, bis später! Hallo? Ich habe gesagt, du bist recht am Tun hier unten. Ja, also ich habe meine Wette gewonnen übrigens. Ich bin schneller fertig als die zwei. I'm professional! Also sie auch, aber... Ich gehe mal weiter. Du bist jetzt schon live, jetzt bin ich eigentlich live. Oh, sorry! sorry! Jetzt nichts machen. Was super. Hey, Girl. Hello. Ja, also ohne Odette hat die voll die asymmetrischen Augenbrauen, aber dank der Odette läuft es recht gut da in Basel. Ich bin nicht ziemlich. Das kannst du so... Du bist nein, es vibriert nicht. Das kannst du auch nicht einführen, das kannst du nur applizieren. Miststück. Als würden alle Lesben ein... Ja. Klischee! Ich habe keine Ahnung, es ist ein Queen Mother gegangen. Ah ja, genau, RuPaul. Wer ist das? YouPorn. YouPorn! Lieblingsvideo auf YouPorn! Auf YouPorn? Black Dead. Oh goodness, Leute! Was ist mit YouPorn? Nein, RuPaul, letzte Season an der Club. Season natürlich, 9. Ja. Gott sei Dank hat die Sascha Velo gewonnen. Yes! Aber ich zeige euch jetzt mal das Reich von der Odette. Da innen, wo sie sich. Und nicht die Wimmer vergessen. Ja. Wo jetzt gerade weg ist. Hier innen tut sich alle die Odette schminken. Ich sitze mal hier her, aber jetzt überall hat es hier mega Reste. Und ich habe eben schwarze Hosen. So fühlt sich das also an, wenn man auf dem Stuhl von der Odette Hellebrand sitzt. Wenn sie sich bereit macht. Und dann hat es Glitzer am Boden. Weiss sie das echt? Und überall irgendetwas am Boden, irgendein Glitzerzeug hat es am Boden. Ach, ich bin gespannt auf die Show heute Abend. Jetzt noch Perücke. Da hat doch alles. Ja, fertig gelästert. Ja, keine Leute!
Leute, ich will doch einfach arbeiten! Gut, also, fangen wir mal an. Gut. Also, wie ist das mit der Droge? Nicht lustig. Gut, also. Stay away from drugs. Gut, wir sind inzwischen so weit, dass alle Drags, die da heute Abend auftreten, geschminkt sind. Jetzt geht es ein bisschen noch als Outfit, habe ich das Gefühl. Okay. Wir haben es vorhin schon gehabt, vom Lieblingsvideo auf YouPorn. Was ist es überhaupt? Auf YouPorn? Oder auf RuPorn? Was ist dein Lieblingsporno? Also nach was suchst du? Wir dürfen nicht über Piep reden, aber über das dürfen wir in diesem Blog reden. Ich könnte jetzt den. Nein, sag. Du, ich habe keine Ahnung, ich mache immer so einen Zufallsmodus. Und spule meistens vor. Ich habe Kollegen, die schauen, ob ich den ganzen Vorspann lesen oder den ganzen Titel da. Was ist Oh my god, that's Snapchat, we've all done! Vielleicht komme ich dir auch so einen Penis rüber für die Hose. Was nehmen wir Dildo? Dildo? Ich weiß, was ein Dildo ist. Apropos Dildo. Apropos Dildo. Was ist mit Apropos ist Dildo? Ich darf leider nicht dahinter filmen, weil er nicht gefilmt werden will, darum mache ich es nicht. Anna, happy birthday to you! Happy birthday to you! Mein Geburtstag, darf ich nicht zeigen! Happy birthday, dear motherfucker! Happy birthday to you! Blowjob! Der Vlog wird etwa 2 Sekunden lang oder so. Ich helfe dir einfach, muss ausschneiden. Nein! Machst du auch Piep? Baby? Ja, hoi zusammen. Bald geht's los, gell? Ja. Freust du dich? Ich freue mich. Das bewegt sich lustig. Hi. Ich bin mit drin. Mit in der Brust. Und ich mache nicht Werbung dann für mich, sondern für die Community. Also. Es geht los. Und Joe könnt ihr dann beim Fabio sein Video schauen. Bei mir gibt es nur so Backstage-Infos. Cheers! 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 Cheers, guys! Toi, toi, toi! Cheers! Okay. Oh, sorry, Entschuldigung, Entschuldigung! Tessa! Ja? Zweite bei der Miss Heaven Drag Race 2017. Hey, aber sie ist letztes Mal hat sie gewonnen und ich war für sie. Gewesen. Hä? Um was geht's? Was darf ich nicht sagen? Sag es einfach genau, dass du davor noch gesagt hast. Danke, Karriere! Also, ich finde, ich bin beim Heaven Drag Race besser gewesen als Drag Reality. Und das ist alles, was zählt, dass ich zufrieden mit meiner Leistung bin. Sie zittert nur, wenn sie drin. Das stimmt. Man muss immer zufrieden mit dem sein, was man selber leistet, weil um das geht es. Man muss niemand anderem gefallen, sondern nur sich selber. Rich! Bird! I'm gonna name it up in here!